Soldaten, zieht eure Schwerter! Die USA wenige Wochen vor dem Schicksalstag. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Die Amerikaner suchen nach Halt. In einer Zeit, die sich anfühlt wie kurz vor dem Abgrund. Ein Jahr wie 2020 habe ich noch nie erlebt. Ist Präsident Trump der Grund allen Übels oder ein Handlanger Gottes? Ich bin überzeugt, dass er Gottes Werk ausführt. Es gibt andere Leute, die sind vom Gegenteil überzeugt. Im Land der Freiheit hat er den Charakter einer Hyäne. 3. November, der Schicksalstag. Viele haben Angst vor dem, was kommt. Die rechtskonservative Influencerin Isabel Brown nicht. Die nächsten 43 Tage bis zur Wahl, das wird ein großer Spaß. Es gibt jede Menge Events. Die Welt von Shubham Arora, vor 5 Jahren illegal ins Land gereist, dreht sich im Moment nur noch um eins: Tankstellen. Er will seine eigene betreiben. Es wird ein steiniger Weg. Der da drüben verlangt $14.000 Pacht pro Monat. Wieder wird ein Schwarzer von der Polizei niedergeschossen. Wieder gibt es Proteste und Aufstände. Sozialarbeiterin Amina Matthews aus Chicago kennt das Opfer persönlich. Anstatt mit Gegengewalt zu antworten, kämpft sie für eine Antwort am Wahltag. Kommt schon, Leute. Wir müssen wählen. Wir müssen wählen oder sterben. Der evangelikale Pastor Charles Kagan sehnt sich nach Zucht und Ordnung. Ich bete für unseren Präsidenten. Vater, ich bete für den Schutz seines Lebens. Es gibt Breaking News. Ich gehe ins Krankenhaus. Herr, ich lege Amerika in deine Hände. Du erschufst uns nicht, eine sozialistische Nation zu sein. Das würde uns zerstören. Aber warum zur Hölle sind wir diejenigen, die ihre Leute begraben müssen? Die darum bitten müssen, dass ihr uns endlich als Menschen wahrnehmt. Missouri im mittleren Westen der USA. Es ist Ende August. In Harrisonville, der kleinen 10.000 Einwohnerstadt, ganz in der Nähe von Kansas City, startet Pastor Charles Kagan in einen vollgepackten Tag. Nur noch ein paar Wochen, bis sich Amerika zwischen Donald Trump und Joe Biden entscheiden muss. Ich würde diese Wahl als die wichtigste unseres Jahrhunderts einstufen, weil wir für oder gegen die Grundprinzipien unserer Nation stimmen. In Harrisonville muss man sich nicht schämen, Trump zu mögen. Die meisten tun das hier. Auch dieser Nachbar, der gegenüber vom Pfarrhaus wohnt. Ich kann den Hass nicht ertragen. Die letzten 4 Jahre waren eine Hexenjagd. Es ist lächerlich. Er hatte die ganze Zeit alle gegen sich. Der anderen Seite war nichts wichtiger, als ihn rauszudrängen. Man sollte ihn hierfür hassen, er sagte dies und er meinte das. Und das sollen sie nicht tun. Man rebelliert gegen ihn. Zu Hause bei Ehepaar Kagan. Charles und Elaine Kagan haben in den 80er Jahren ihre eigene Kirche gegründet, die Grace Baptist Church. Die ersten Gottesdienste fanden in ihrem Wohnzimmer statt. Oh, ich hab's vermasselt. Oh, oh. Sie ist eingedrückt an der Seite. Das war schon so. Schau dir das an. Vielleicht warst du es doch. Ist das das richtige Gerät dafür? Die Dosen sind ein bisschen speziell. Nun gut, ich weiß auf jeden Fall, wie man sie öffnet. Warum kann ich das nicht? Ich weiß nicht, du musst das ein paar Mal rumdrehen. Verheiratet sind sie seit über 30 Jahren und haben zusammen 5 Töchter. Alles Annas. Hannah, Joanna, Susanna, Anna und Mariana. Ehepaar Kagan wählt die Republikaner. Immer. Und damit dieses Mal Donald Trump aus voller religiöser Überzeugung. Er ist meiner Meinung nach eine Antwort auf unsere Gebete.
Er ist nicht der Messias. Er ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber er scheint mehr Gottes Werk zu tun als das Werk des Teufels. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Mahl. Ich bin gesegnet und segne dieses Essen im Namen Jesu. Amen. Cajuns führen ein gottesfürchtiges, abstinentes Leben. Ah, Tabasco-Soße. Bei Charles Cajun war das nicht immer so. Ich war abhängig von Alkohol, Marihuana und Drogen. Mit 18 wurde ich wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verhaftet. Meine Eltern holten mich gegen Kaution raus. Als im Gefängnis die Tür hinter mir zugeschlagen wurde, wusste ich, dass ich dort sein würde, bis jemand beschließt, mich herauszuholen. Das hat etwas mit mir gemacht. Die Grace Baptist Church von Ehepaar Cajun ist eine evangelikale Kirche mit wörtlicher Bibelauslegung. Sünde wird von Gott bestraft und ihr Gott kann zornig werden. In wenigen Minuten werde ich hier vor den jungen Leuten predigen. Ich werde also einige Gedanken zusammenstellen, die ihnen helfen werden, bessere Schüler und Kinder zu sein. Es ist mehr als eine Predigt. Es ist ein regelrechter Unterricht für Kinder, die nicht auf eine Schule gehen, sondern von ihren Eltern unterrichtet werden und eben von Pastor Cajun. Chicago. Die Millionenstadt am Lake Michigan hat gerade den gewalttätigsten Monat seit 28 Jahren hinter sich. Im Juli wurden hier 105 Menschen ermordet. Doppelt so viele wie im Juli vergangenen Jahres. Reg dich nicht auf, Amina. Vergiss es. Amina Matthews lebt in der Southside, dem Brennpunkt der Gewalt in Chicago. Normalerweise kümmert sie sich um die Menschen in ihrem Viertel, um die Armut, die Perspektivlosigkeit. Doch in der Nachbarstadt Kenosha ist etwas passiert, das ihr keine Ruhe lässt. Wieder ein Fall von unfassbar brutaler Polizeigewalt. Der Schwarze Jacob Blake wurde bei einer Festnahme niedergeschossen. 7-mal in den Rücken. Das war eine teuflische Tat. Sehr böse. Die Stadt Kenosha liegt nur eine Autostunde von Chicago entfernt, ebenfalls am Lake Michigan. Der niedergeschossene Jacob Blake ist ein Bekannter von Amina. Jacob Blake ist der Neffe von Justin Blake, der mir bei meiner ersten Kandidatur für den Kongress sehr geholfen hat. Und er ist sein Neffe. Ich betrachte ihn als Teil der Familie. In Kenosha wurde wegen gewalttätiger Proteste nach dem Vorfall der Ausnahmezustand verhängt. Ich versuche, dahin zu kommen, aber ich bin spät dran. Ich weiß nicht, wann ich dort bin, aber ich werde hingehen und sehen, wie ich die Community beim friedlichen Protest unterstützen kann. Oh, ich habe es so satt, wie die Leute fahren. Ich bin auf der Pulaski, 63. Straße. Ich komme niemals rechtzeitig, niemals. In Cumming, Georgia, über 1000 Kilometer weiter südlich, ist Shubham Arora auf der Suche nach seinem Glück. Der 26-jährige Inder will sich endlich seinen Traum erfüllen, Tankstellenchef werden. Shubham kam vor 5 Jahren illegal in die USA. Ich werde Geschäftsführer sein. Ein ganz anderes Niveau, nachdem ich die letzten 5 Jahre nur gekämpft habe. Ich habe in Restaurants gearbeitet, in einem Bekleidungsgeschäft, bin in New York Taxi gefahren. Mit nur 19 Jahren ist er aus Indien ausgewandert. In Indien ist es, als würden die Chancen von Tag zu Tag kleiner werden.
In den USA kannst du jeden Beruf wählen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Ein Visum hat er bisher noch nicht bekommen. Arbeiten darf er schon. Jetzt will er endlich selber Boss sein. Und als ich anfing, an einer Tankstelle zu arbeiten, wurde mir klar, dass es das ist, was ich machen will. Und ich kann es besser. Man geht rein, guckt sich die Tankstelle an. Wie groß ist sie? Welches Inventar und so weiter? Wenn du denkst, dass du es dir leisten kannst, sprichst du mit dem Typen, der dort arbeitet. Und wenn der Besitzer nicht da ist, kann man die Nummer hinterlassen. Wenn er Interesse hat zu verpachten, wird er zurückrufen. Ansonsten nicht. Während Shubham fest von seinem Aufstieg träumt, versuchen die Menschen in Clairton, Pennsylvania, sich aus der Krise der letzten Monate zu hieven. Schon bevor Corona über das Land kam, ging es Clairton schlecht. Bürgermeister Richard Lattanzi hat ein kräftezehrendes Jahr in den Knochen. 2020 habe ich noch nie erlebt, selbst als Kind nicht. Da gab es vielleicht eine andere Art von Viren, aber nicht so, dass es unsere Nation lahmgelegt hat. Die Menschen mussten zu Hause bleiben. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren. Viele Menschen wurden entlassen. Clairton hängt am Tropf der Kohle- und Stahlindustrie. Und diese Lebensader wurde in der Corona-Krise weitgehend gekappt. Das Stahlwerk, weit und breit der einzige große Arbeitgeber, entließ reihenweise Personal, darunter auch Richard. Zwei Corona-Tote zählt die 6000 Einwohnerstadt bis jetzt. Bürgermeister Lattanzi gehört selbst zur Risikogruppe. Ich bin kein egoistischer Mensch, aber ich hatte in den letzten anderthalb Jahren zwei Formen von Krebs, habe gegen beide gekämpft und 6 Monate lang Chemo bekommen. Mein Immunsystem ist ziemlich schwach und auch ich kann mich mit diesem Virus anstecken und sterben. Also ja, für manche ist das eine Situation auf Leben und Tod. Das ist ein Glücksspiel für mich. Man weiß nie, was das Schicksal bringen wird. Er versucht im Moment so viel Zeit wie möglich mit seinen Enkelkindern zu verbringen. Ich bring dich rein und wir sehen uns in ein paar Minuten. Was in den vergangenen Monaten alles in den Vereinigten Staaten passiert ist, hat er noch gar nicht richtig verarbeiten können. Um ehrlich zu sein, in Zeiten wie diesen passieren einige wirklich seltsame Dinge in unserem Leben. Und ich hoffe, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Denn wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Ich möchte, dass meine Kinder die Möglichkeit haben zu reisen. Ich möchte, dass sie die Welt sehen. Das Wichtigste ist, dass es ihnen gut geht. Dass ihnen dieses Leben geschenkt wurde, was ein sehr wertvolles Geschenk ist. Zwar ist das Bürgermeisteramt im Moment eigentlich geschlossen, aber heute macht Richard eine Ausnahme. Sie könnten genau hier stehen. Hier ich, die Braut und die Trauzeugin. Eine Hochzeit steht an. Der Bräutigam hat den Bürgermeister um Hilfe gebeten. Wegen Corona wollte kein Lokal die Hochzeit ausrichten. Sieht das hier gut aus? Chris Johnston. Ich habe mein ganzes Leben lang hier in Clairton verbracht. Zurzeit bin ich in der Air Force und morgen werde ich hier in Clairton heiraten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich mache das auf jeden Fall für euch möglich, weil ich stolz darauf bin, wie das mit dem Militär läuft und was ihr mit eurem Leben macht. Ich freue mich sehr für Sie und Ihre Frau. Ich wäre mehr als glücklich, sagen zu können, ihr heißt jetzt Mr. und Mrs. Christopher Johnson. Ja? Gibt es später noch einen Junggesellenabschied? Irgendwelche Tänzerin? Irgend sowas? Chris, komm schon. Das ist der Spaß meines Lebens. Es ist sonst alles Arbeit. Mark, kommst du mit uns? Schritt für Schritt kämpft Clairton um ein Stück Normalität in einer außergewöhnlichen Zeit. Columbus in Ohio. Ein Schlüsselstaat im Kampf ums Weiße Haus. Jetzt, Anfang September, liegen die Kontrahenten fast gleich auf. Hier geht es um jede Stimme.
Und heute kommt eine Gruppe in die Stadt, die das Ruder noch rumreißen will. Der Bus von Vote Common Good macht Station in Columbus. Die Gruppe rund um den evangelikalen Pastor Doug Paget kämpft gegen Donald Trump seit Monaten. Das Wichtigste, was wir an den Umfragen sehen, ist, dass religiöse Wähler Donald Trump aus zwei Gründen nicht mehr wählen. Regelrecht vor ihm fliehen. Wegen seines Mangels an Freundlichkeit und wegen seiner Inkompetenz. Obwohl wir wissen, dass religiöse Wähler sagen, dass Donald Trump unfähig ist, mit irgendwas umzugehen, insbesondere mit den Auswirkungen des Coronavirus, dürfen wir keine Minute nachlassen. Wir glauben, dass wir den ganzen Weg bis zum Ende gehen müssen. Eigentlich wollte die Gruppe in diesem Jahr nonstop mit dem Bus durchs Land fahren, um gläubige Menschen davon zu überzeugen, gegen Trump zu stimmen. Doch Corona machte das unmöglich. Jetzt sind sie zurück auf der Straße. Die Menschen sind es nicht mehr gewohnt, aus ihrem Haus zu gehen. Manche Menschen fühlen sich unwohl in Versammlungen, egal welcher Größe. Auch wenn wir kleinere Gruppen mit weniger als 50 oder 100 Personen bilden. Die Leute sind nervös. Keine Ahnung, ob überhaupt jemand kommt. Eine Massenveranstaltung wird das heute nicht werden. Es wäre ohnehin verboten. Mit uns eingerechnet sind wir 20. Gut. Mit in Dougs Team der junge Student Brady Ross. Er kommt aus einer Familie voller Trump-Unterstützer. Meine Familie ist in politischer Hinsicht nicht erst seit Donald Trump gespalten. Meine Familienangehörigen, die Trump unterstützen, sind moralisch überhaupt nicht verkehrt. Sie haben einfach nur Angst, weil sie gewissen Leuten zuhören, glaube ich. Und es gibt natürlich politische Meinungsverschiedenheiten. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, aber irgendwie möchte ich auch den Familienfrieden erhalten, zumindest ein bisschen. Ich mache mir Sorgen wegen der Wut und der Bestürzung, die zwischen den Menschen in diesem Land herrscht. Ich spüre sie, manchmal gegen mich gerichtet, manchmal in mir selbst. Ich weiß nicht, ob wir näher an dem sind, wo wir in den 1960er Jahren während der Bürgerrechtsbewegung standen, als die Lage sehr angespannt war, oder ob wir näher an 1860 sind, als der Bürgerkrieg vor unserer Haustür stand und die Menschen sich entscheiden mussten, ob sie gegen ihre eigenen Landsleute in den Krieg ziehen wollten. Against fellow countrymen. Angst vor einer absoluten Eskalation der Lage. Im Moment ist dieses beklemmende Gefühl bei vielen Amerikanern präsent. Auch Amina Matthews spürt das. Im Moment fühle ich Angst. Ich fühle mich ängstlich. Ich bin sehr frustriert und verärgert über das, was in unseren Communities im ganzen Land vor sich geht. Ich bin frustriert über den Präsidenten, den wir hier in den Vereinigten Staaten haben. Ich habe große Angst um unsere nächste Generation und mein Vermächtnis, wenn ich auf die nächsten 6 Monate schaue. To come in the next 6 months. Hey, wo bist du? That's Kenosha Airport. Wir sind beim Kenosha Airport. Da sind wir gerade dran vorbei. Yeah, we just passed Kenosha. Amina ist nervös, denn die Proteste in Kenosha sind schon einmal eskaliert. Wisconsin ist ein Open Carry State. Einige kommen mit geladenen Waffen zur Demonstration. Ganz legal. Wir sahen einen jungen 17-jährigen Mann, der in diese Stadt kam und 2 Menschen getötet hat. Das sollte ein friedlicher Protest werden. Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Wir sind drüben bei der Bühne. Im Namen des von der Polizei niedergeschossenen Schwarzen Jacob Blake sind hunderte Menschen gekommen.
Wir sind 13,6% der Gesamtbevölkerung dieses Landes. Wir haben gelitten und leiden noch immer, weil es zwei Justizsysteme gibt. Gleiches Land, eine ganz andere Realität. Zurück in Harrisonville, Missouri. Die Bevölkerung hier, sehr weiß, sehr konservativ. Charles Kagan hat mit seinem Hausunterricht angefangen. Er bietet heute zum ersten Mal eine Art Ethikunterricht für Kinder an, die ansonsten von ihren eigenen Eltern unterrichtet werden. Jedes Kind sollte das Wort Gottes hören. Und neben der akademischen Ausbildung muss ihnen auch geistliche Moral eingeflößt werden. Und genau das fehlt bei vielen der staatlichen Schulen, weil sie unseren Kindern nicht die richtige Moral beibringen. Und deshalb geraten wir in vielen Bereichen unserer Nation gerade außer Kontrolle. Alle hier sind Homeschooling-Kinder. In den USA gibt es insgesamt etwa 2 Millionen Kinder und Jugendliche, die nicht auf eine reguläre Schule gehen, sondern zu Hause beschult werden. Meistens aus Glaubensgründen. Wir nehmen einen Wandel im öffentlichen Schulsystem wahr, wo Dinge gelehrt werden, an die wir einfach nicht mehr glauben. Manchmal werden in öffentlichen Schulen Ideen eingebracht, mit denen wir nicht einverstanden sind. So können wir ihnen die Dinge beibringen, an die wir glauben. Ein offener Umgang mit Homosexualität, die Lehre der Evolutionstheorie. Die Eltern hier lehnen diese Dinge ab, halten sie für gefährlich. Ich lasse nicht zu, dass Lehrer mein Kind unterrichten, die glauben, dass es okay ist, wenn man sich sein Geschlecht aussuchen oder es ändern kann, oder dass man Beziehungen bisexueller Art führt. Ich werde es nicht zulassen, dass diese Person meine Kinder auf diese Weise und in diese Richtung beeinflussen. Wenn Sie Ihre Kinder so beeinflussen wollen, können Sie dies tun, aber nicht meine Kinder. Die Lektion, die sich Pastor Kagan für seine erste Stunde überlegt hat, der richtige Gehorsam. Gehorsam sein bedeutet, sich hinzugeben, zu sagen, ich gebe mich dir, Mama, Papa, hin. Ich glaube daran, dass ihr wisst, was das Beste für mich ist. Lernt zuzuhören. Phoenix, Arizona. Seit einigen Monaten die neue Heimat von Isabel Brown. Die rechtskonservative Influencerin ist im Wahlkampffieber. Das poste ich in meiner Story. Während sich in den letzten Monaten in den USA das Chaos seinen Weg bahnte, durch Corona, Unruhen, Wirtschaftskrise, gab es für Isabel Brown nur eine Richtung, steil nach oben. Das Jahr 2020 war ein Segen in allen Bereichen. Wirklich cool, wie viele neue Möglichkeiten sich mir geboten haben. Ich kann es kaum erwarten, was noch auf mich zukommt. Die rechtskonservative Influencerin hat ihren Uni-Abschluss in der Tasche, einen gut bezahlten PR-Job bei der Studentenorganisation Turning Point USA. Und wenn man sie fragt, dann läuft es auch für Donald Trump super. Der Präsident hat eine ansteckende Dynamik. Und ich glaube, 2016 hatten die Menschen sogar Angst zu sagen, dass sie konservativ sind. Ganz zu schweigen davon, dass sie für Präsident Trump stimmten. Aber nachdem er gewonnen hatte, hatten die Menschen dieses kühne Gefühl, das es vorher nicht gab. Besonders während des Wahlkampfs. Falls er wieder gewinnt, wird er die Leute ermutigen, über konservative Werte zu sprechen. Und das bedeutet hoffentlich, dass ich mit noch mehr Leuten zusammenarbeiten kann. Ein Wahlsieg Trumps würde auch ihre Karriere weiter vorantreiben. Ihr großer Traum ist ein Job im Weißen Haus. Sie nutzt jede Chance, um voranzukommen. Auf Fox News steht heute ihr zweites großes Interview an. Ich habe heute Filmaufnahmen. Ich muss an einigen Instagram-Sachen arbeiten.
Die Fox News-Sache ist um 3:30 morgens. Ich muss mich also darauf vorbereiten, ein bisschen recherchieren. Aber es macht Laune. Komm her, wir werden dich vermissen. Hat sie gegessen? Ich gebe ihr zweimal am Tag Futter. In Georgia klappert Shubham Arora Tankstelle für Tankstelle ab. Bisher ohne Erfolg. Für einen Kauf reicht sein Erspartes ohnehin nicht. Er will pachten. Dieser Typ, bei dem ich war, verlangte von mir etwa 14.000 Dollar Pacht pro Monat. Das ist das Dreifache vom Normalpreis. Also habe ich einfach Nein gesagt. Wenn du die Tankstelle nicht verkaufen willst, dann sag einfach Nein und erfinde keine Ausreden, dass die Pacht so hoch ist und die Einkäufe so teuer. Um eine Tankstelle zu mieten, muss er dem Vermieter Provisionen bezahlen. Das weiß er inzwischen. Shubham hat die letzten Jahre in New York als Taxifahrer gearbeitet. Den Job musste er in der Corona-Krise aufgeben. Im Tankstellengeschäft wittert er ein besseres Business. Corona hat mir die Gewissheit gegeben, dass meine Entscheidung richtig war, weil, egal was passiert, Tankstellen werden immer gebraucht. Aber es gibt auch einen Nachteil wegen Corona. Die Käufer für Tankstellen nehmen zu. Gleichzeitig gibt es nicht mehr so viele Verkäufer, weil sie den Wert ihrer Tankstelle in Zeiten von Corona kennen. Aber durch Corona ist mir klar geworden, dass dieses Geschäft in jeder Situation funktionieren wird. Seine Traumtankstelle hat er bereits gefunden. Denn es geht nicht nur um die Zapfsäulen. Geld verdient man mit den Zusatzgimmicks. Siehst du, der hier hat auch eine Waschanlage. Das hier ist ein Traum für jemanden wie mich, so etwas zu eröffnen. Das ist ein Ort, an dem sich die Leute wohlfühlen. Und drinnen gibt es auch noch ein Lebensmittelgeschäft. Nach der Autowäsche kann man staubsaugen und alles andere erledigen. Das ist eine Tankstelle, wie ich sie mir wünsche. Ich habe mit dem Besitzer gesprochen und meine Nummer dagelassen. Er war wirklich nett. Und er rief mich zurück und sagte, er sei Moslem und komme aus Pakistan. Aber hier in den Vereinigten Staaten sind wir alle gleich. Sehen Sie, wie hier noch Platz für die Autos zum Parken ist? Ziemlich große Tankstelle. Und man sieht dort an der Seite Zapfsäulen. Und wie viele Zapfsäulen hat er insgesamt? Ungefähr 18. In Kenosha, Wisconsin, träumen die Demonstranten 10 Wochen vor der Wahl von einer Zukunft ohne Rassismus. Die Familie von Jacob Blake, dem vor einigen Tagen bei einer Festnahme 7-mal von der Polizei in den Rücken geschossen wurde, ist auf der Bühne. Amina Matthews wartet auf ihren Auftritt. Ich liebe meine schwarzen Männer, so wie sie sind, schwarz. Genauso wie sie sind. Es sind ernste Zeiten. Zusätzlich zu dieser Corona-Pandemie haben wir jetzt auch noch Wut, Zorn und Schüsse. Der Einsatz von Schusswaffen ist gerade auf seinem Höhepunkt. Wut, Zorn, Schusswaffen. Eigentlich will Amina Matthews die Demonstranten überzeugen, dass es einen friedlichen Ausweg geben kann. Doch auf der Bühne werden die Reden zorniger. Mir ist klar, dass manche nur rumsitzen und für Frieden beten wollen. Ich weiß, dass einige hier für das Vergeben einstehen. Aber erst kommt Gerechtigkeit, dann erst Vergebung. Wenn ihr einen von uns umbringt, ist es an der Zeit, dass wir einen von euch umbringen. Ich weiß, dass das nicht jeder hören will.
Amina Matthews gehört zu denen, die lieber friedlich kämpfen wollen. Von Vergeltung für das, was war, hält sie nicht viel. In jeder ethnischen Gruppe wird mal über die anderen Ethnien geredet. Und vielleicht auch mal so, dass wir es heute rassistisch nennen würden. Aber im Endeffekt ist es doch so. Wir sind Menschen. Und ungeachtet dessen, wie Sie über mich als Afroamerikanerin denken oder wie Ihre Großeltern einer anderen Ethnie über Afroamerikaner denken, wir sind immer noch Menschen. Aber warum zur Hölle sind wir diejenigen, die ihre Leute begraben müssen, die darum bitten müssen, dass ihr uns endlich als Menschen wahrnehmt? Wir haben hier jemanden, der mit euch sprechen möchte. Amina Matthews. Frieden und Segen, Leute. Frieden und Freiheit. Wie geht es euch heute Nachmittag? Es war viel los in Wisconsin und Kenosha. In unserer Nation. Auch wenn der Mann neben ihr ein Schwert in der Hand hält, sie will heute Frieden predigen. Unruhen wie die in Kenosha gibt es in Harrisonville, wo Pastor Kagan seine Kirche gegründet hat, nicht. Ich liebe schwarze Menschen. Ich bin für sie und ich verabscheue, was weiße Schwarzen in der Vergangenheit angetan haben. Aber Vergangenheit ist Vergangenheit. Und wir haben jetzt eine Nation, die geeint werden kann, wenn wir uns an die Gesetze und Richtlinien halten. Was heißt das, zu gehorchen? Das zu tun, was dir gesagt wird. Wenn du lernst, deinen Eltern zu gehorchen, wirst du das beste Leben auf diesem Planeten führen. Großartig! Soldaten, zieht eure Schwerter! Machen wir Exodus 20, Vers 12. Sucht! Damit sich die passenden Bibelstellen einprägen, gibt es einen Suchwettbewerb. Es gewinnt derjenige, der die Bibelstelle am schnellsten finden kann. Das dauert ja. Falsch, weiter, weiter, weiter. Even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. Ding, 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 ding. Richtig, gute Arbeit, mein Sohn. Hol dir einen Segen. Okay, lasst es uns gemeinsam lesen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit der Verheißung, dass es dir wohlergehen möge. Und du sollst lange leben auf Erden. Und der Vater... Oh, das will ich lieber nicht lesen. Wir hören bei Vers 3 auf, okay? Da steht, dass eure Väter euch Kinder nicht zum Zorn provozieren sollen. Lasst uns beten, den Herrn bitten, heute Morgen hier zu unseren Herzen zu sprechen. Ich bitte dich, Vater, lege einen gehorsamen Geist auf jeden dieser jungen Menschen, dass sie mit Freude deinen Willen tun. Auf der Demonstration in Kenosha. Um Gehorsamkeit geht es hier nicht, sondern darum, das System zu verändern. Für Sozialarbeiterin Amina Matthews steht fest, ein neuer Präsident muss her. Guckt euch doch mal an, was in den letzten 4 Jahren passiert ist. Was ist getan worden? Nicht eine einzige Sache für uns. Vor allem nicht für die Leute, die ich hier vor mir sehe. Was wir bekommen haben, Angst, die durch den versteckten Rassismus in unseren Communities geschürt wird. Aber der Rassismus ist nicht mehr verborgen. Was Abhilfe schafft, ihr müsst euch aufmachen, bewegt euren Arsch und habt keine Angst zu wählen. Das ist wichtig. Kommt schon, Leute. Wir müssen wählen gehen. Wir müssen wählen gehen oder sterben. Stimmt für den anderen. Stimmt für den anderen Mann. Wir müssen wählen. Joseph.
Für Amina Matthews trägt Donald Trump eine große Mitschuld daran, dass die Lage der Schwarzen in den USA sich nicht verbessert. Anything that affects the surrounding cities of our community. Im Land der Freiheit hat er die Mentalität einer Hyäne. Und das zerstört unsere Communities. Eine Person nach der anderen. Und das ist es, was er will. Er ist kaltherzig. Und ich fürchte, dass diese Art von Wahnsinn und Verhalten auf andere Menschen und ihre Denkweise übergreift. It infuses to other people in their mindset and where they're at. Zwei Tage nach der Demonstration kommt Donald Trump nach Kenosha. Er trifft sich mit Besitzern von geplünderten Läden und mit Verantwortlichen der Stadt. Mit der Familie von Jacob Blake gibt es kein Treffen. In Clairton macht sich Bürgermeister Rich Latanzi bereit für seinen einzigen Termin heute. Die Hochzeit steht an. Okay, Ma'am, kommen Sie bis zur Tür ran. Kann ich Ihnen die Handtasche bringen? Ja, bitte. Okay, ich stelle Sie vorne an den Stuhl. Okay, danke. Und wenn ich den Song anspiele, kommen Sie. Durch die mir verliehene Autorität, durch den Commonwealth von Pennsylvania, erkläre ich sie nun zu Mann und Frau. Und niemand soll diejenigen trennen, die vor Gott vereint wurden. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Meine Damen und Herren, Mr. und Mrs. Christopher Johnson. Auch das ist Amerika in diesen Tagen, schwarz-weißes Eheglück inmitten des allgemeinen Wahnsinns. Clairton ist eine Stadt mit vielen Problemen. Ein Drittel der Menschen lebt in Armut. Drogenabhängigkeit ist weit verbreitet. In den letzten Monaten haben sich viele Menschen neue Schusswaffen zugelegt. In der Stadt Clairton habe ich auch den demokratischen Vorsitz inne. Ich zähle die Stimmen am Ende des Abends aus. Bevor Trump kandidierte, hatten wir wahrscheinlich nur 200 oder 300 Republikaner in der Stadt. Sobald er auf dem Wahlzettel stand, haben sich die Leute registriert. Wir hatten etwa 1200 Republikaner. Aber wenn man sie trifft, dann können sie einem nicht mal in die Augen sehen und kriegen eine ganz zittrige Stimme. Und ich frage, wen unterstützen sie? Und ich vermute, sie stimmen für Trump. Doch nicht alle verstecken sich. Richard Latanzi trifft vor seinem Haus auf einen Passanten, der eine Trump-Mütze trägt. Wie ich sehe, sind die Donald-Trump-Anhänger. Warum wählen Menschen im armen Demokratenstädtchen Trump? Die Antwort darauf ist häufig aus Resignation. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es auch die Demokraten wirklich kümmert. Sie sagen nur im Wahlkampf, dass es ihnen wichtig ist. Also stimmen die Leute für sie, aber danach passiert nichts mehr. Auch wenn er kein Trump-Unterstützer ist, Bürgermeister Latanzi sieht durchaus Gemeinsamkeiten zwischen ihm und dem Präsidenten des Landes. Clairton befand sich finanziell in einer schlechten Lage. Da lief so einiges schief. Sie wollten jemanden, der anders ist, keine politische Person. Und so bekam ich meinen Posten. Bei Trump war es genauso. Er hatte vorher nichts mit Politik zu tun. Er war einfach er selbst. Aber wissen Sie was? Sie brauchen Geld, um einen Wahlkampf zu führen. Und wenn Sie Geld annehmen, schulden Sie diesen Leuten etwas, sobald Sie Präsident werden. Weil Trump das alles alleine gemacht hat, schuldet er niemandem etwas. Als ich für das Amt des Bürgermeisters kandidierte, sagten mir mein Vater und mein Onkel, wenn du Geld brauchst, werden wir dir helfen. Denn sonst haben sie dich in der Hand. Ich schulde niemandem etwas. Und ich schlafe nachts sehr gut. Spring City in Utah im Westen der USA. Im gesamten Staat Utah sind etwa 60% der Einwohner Mormonen,
klassischerweise Anhänger der Republikaner. Donald Trump hat hier 2016 haushoch gewonnen und auch in diesem Jahr ist ihm ein Wahlsieg in Utah wohl kaum zu nehmen. Allison und Chris Anderson allerdings sind vom US-Präsidenten zunehmend entsetzt, genau wie ihre Freunde. Wenn er sagt, hören wir mit den Corona-Tests auf, dann werden wir nicht so viele Fälle finden. Das allein, das ist nichts, was ich von jemandem hören möchte, der mich repräsentiert. Ich schiebe nicht alles auf Trump, aber die Menschen denken bereits so, wie sie denken. Und dann fängt er mit der Beschimpfung an und so weiter. Und ihr kennt sein Niveau, wie er seine Gegner armselig und widerlich nennt oder als Pocahontas bezeichnet. Jeder andere müsste dafür den Wahlkampf hinschmeißen. So ist es. Und die meisten finden das normal. Es ist für alle erniedrigend, nicht nur für die Leute, die ihr herabsetzt, die Native Americans, sondern auch, dass wir das tolerieren. Das erniedrigt uns alle. Naja, die Leute sagen immer noch, dass er gewinnen wird. Wer weiß. Er nennt Biden Sleepy Joe und Bidens Antwort an Trump war Präsident Tweety. Oh, der ist gut. Alle hier machen sich Sorgen über das, was nach der Wahl kommt. Werden die Leute das Ergebnis akzeptieren? Wird es einen Aufstand geben? Ich habe mit unserem Polizeichef gesprochen und er ist besorgt darüber, was passieren könnte. So oder so wird es Menschen geben, die sehr, sehr enttäuscht sein werden. Obwohl Chris immer ein treuer Anhänger der Republikaner war, wird er diesmal sein Kreuz bei Joe Biden machen. In Columbus, Ohio, versucht Pastor Doug Paget, die wenigen anwesenden Besucher davon zu überzeugen, ebenfalls Joe Biden zu wählen. Wir laufen nicht herum und versuchen, die Leute davon zu überzeugen, schlecht über Donald Trump zu denken. Ihr seht den Mann ja selber. Ihr hört den Mann. Ihr lest, was er schreibt. Wir müssen euch nicht davon überzeugen, dass er ungeeignet für das Amt ist. Wir sind hier, um euch daran zu erinnern, was das Gute ist. Joe Biden ist nicht der perfekte Kandidat, aber wir brauchen keinen perfekten Kandidaten. Der Präsident wird nicht alle unsere Probleme lösen, aber er wird zumindest nicht das Problem sein. Auch Doug macht sich Sorgen, dass die Situation nach dem 3. November gefährlich werden könnte, selbst oder gerade wenn Biden gewinnt. Ich vertraue nicht darauf, dass die weißen Nationalisten und Rassisten und diejenigen, die von Donald Trump verhätschelt werden, eine Niederlage hinnehmen. Sie werden eher zu den Waffen greifen. Wir haben diese Leute in den letzten Wochen auf den Straßen gesehen. Sie standen auf ihren Pickup-Trucks, als ob sie eine selbsternannte Miliz wären. Das sind meines Erachtens außerordentlich gefährliche Terroristen. Und ich befürchte, dass es infolge der Wahlen am 3. November zu einem Aufstand der bewaffneten weißen nationalistischen Terroristen kommt. Doug will bis zum letzten Tag mit seinem Bus durchs Land fahren. Etwa ein Drittel aller Amerikaner sind Evangelikale wie er. Doch die allermeisten unterstützen Trump. Hey Leute, es ist 2.46 Uhr, sehr früh morgens in Arizona. Und ich bereite mich auf ein Interview bei Fox Business vor, dem nationalen Nachrichtenkanal. Isabel Brown dreht weiter auf, jettet von Termin zu Termin und kommt sogar der Präsidentenfamilie ganz nah. Ich bin heute in Los Angeles für ein wirklich aufregendes Treffen. Heute Morgen ist Don Jr., der Sohn des Präsidenten, bei uns zu Gast. Ich bin so aufgeregt, von ihm zu hören, wie es um den Wahlkampf steht. Joe Biden nannte Donald Trump fremdenfeindlich, weil er Reisen nach China und Europa unterbunden hat. Je näher die Wahl rückt, desto höher die Polit-Promi-Dichte in Isabels Terminkalender. Ich liebe den Wahlkampf. Eine großartige Zeit für die Menschen, um festzustellen, woran sie glauben und welche Werte sie haben. Und es zwingt sie dazu, sich zu fragen, für welche Art von Kandidat sie stimmen wollen. Der Wahlkampf ist elektrisierend.
Die 43 verbleibenden Tage bis zum Wahltag sind aufregend. Es wird viel Spaß machen. Und es gibt eine Menge Veranstaltungen und viele, viele Interviews. Jedenfalls wird es niemals langweilig. Noch ist Isabel voller Optimismus für die nächsten Wochen. In ein paar Tagen wird jedoch die Nachricht kommen, die den ganzen Wahlkampf auf den Kopf stellt. Pastor Charles Kagan in Harrisonville macht sich wenige Wochen vor der Wahl große Sorgen, dass die Vereinigten Staaten sozialistisch werden könnten. Er bittet um Hilfe bei Gott. Ich reiche dir Amerika, Herr. Du hast dieses Land zu einer gottesfürchtigen Nation gemacht. Du hast in der Verfassung klar festgelegt, dass sie auf biblischen Prinzipien beruht. Wir sind nicht dazu bestimmt, eine sozialistische, kommunistische Nation zu sein. Es sind nicht der Sozialismus und der Kommunismus, die Amerika groß gemacht haben. Sie werden dieses Land zerstören. Gott, hilf dem amerikanischen Volk, dass es aufwacht. Ich bin der Meinung, dass Präsident Trump die Wahl gewinnen wird. Die Demokraten werden das nicht akzeptieren. Und sie werden beginnen, die ganze Nation zu zerstören. Sie werden Wälder in Brand stecken und Gebäude niederbrennen. Und für eine Weile wird Chaos herrschen. Und obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keiner davon weiß, dass Trump Covid-19 hat, betet Pastor Kagan auch für seinen Präsidenten. Ich bete, Herr Jesus, für unseren Präsidenten, dass du ihn beschützt und ihm Weisheit schenkst. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die alles dafür geben würden, unseren Präsidenten zu ermorden. Vater, ich bete um Schutz für sein Leben. Es hat diese Woche eine Eilmeldung gegeben. Bei Präsident Trump und der First Lady wurde gerade Covid-19 diagnostiziert. Ich begebe mich ins Walter Reed Krankenhaus. Ich glaube, es geht mir sehr gut und wir werden sicherstellen, dass alles gut läuft. Als ich von der Diagnose hörte, habe ich erstmal für den Präsidenten und die First Lady gebetet, dass sie dieses Virus schnell und ohne Symptome überstehen. Und ich freue mich sehr, weiter dabei zu sein und zu sehen, wie die Unterstützung für Präsident Trump wächst, selbst während dieser Covid-Diagnose für ihn und die First Lady. Wie sich Trumps Covid-Erkrankung auf die Wahl auswirkt, ist jetzt 4 Wochen vorher noch unklar. Sollte er verlieren, würde auch Isabels Traum von einem Job im Weißen Haus platzen. Shubham Arora hat gute Nachrichten. Die politischen Ereignisse im Land interessieren ihn kaum. Hartnäckig hat er sein persönliches Ziel verfolgt. Nach mehr als 100 Tankstellen habe ich schließlich einen Typen gefunden, der etwa 20 bis 25 Tankstellen besitzt. Und ich dachte, okay, du hast eine Tankstelle, ich zahle die Hälfte meines Geldes ein und werde das Geschäft für dich leiten. Der einzige Haken? Shubham muss wieder umziehen. Die Tankstelle ist 2 Stunden weit weg. Aber sie ist es wert. Die Verkaufsfläche ist 350 Quadratmeter groß. Von der Autobahn aus biegen sie einfach ab und sind schon an der Tankstelle. Sie tanken, holen sich, was sie brauchen, fahren los und sind sofort wieder auf der Hauptstraße. Das ist das Wichtigste. Wenn man tanken will, will man nicht weit fahren. Der amerikanische Traum. Für den Einwanderer aus einem armen indischen Dorf scheint dieser Mythos wahr zu werden, allen politischen Verwerfungen zum Trotz. Das war ein Traum. Wenn man harte Arbeit leistet und kurz davor steht, sein Ziel zu erreichen und erfolgreich zu sein. Ich bin aufgeregt, aber nicht so aufgeregt, wie wenn ich meine Eltern wiedersehe. Doch das war noch nicht die ganze Geschichte. Shubham hat ein neues Hobby für sich entdeckt, das er uns unbedingt zeigen will.
Wir schießen in diese Gegend hier. Die Beine schaue ich gar nicht an. Wenn man dahin sieht, schießt man auch dahin. Ich brauche eine Waffe zum Schutz der Tankstelle, wissen Sie? Ich ziele auf den Teil hier mittig. Wenn du jemanden weiter oben triffst, ist er tot. Also ich versuche einfach auf die Arme oder vielleicht unter die Brust oder so zu schießen. Nur falls jemand dich verletzen will. Aber man will den anderen ja nicht schlimmer verletzen. Deshalb üben wir an diesem Typen hier. Sein neuer Geschäftspartner hat ihm geraten, wenn Shubham an der Kasse seiner Tankstelle steht, sollte er immer eine Waffe parat haben. Man weiß ja nie. Amerika vor der Schicksalswahl. Zwischen Alltag und Abgrund. Die großen Probleme in der kleinen Stadt. Verlorene Illusionen und neue Träume. Echt beeindruckend. Die politische Schlacht im Internet. Auch ein Kulturkampf. Und Gemüsepflanzen im Ghetto. Und das hier sind Zuckererbsen, das ist Tomate. Wir haben Paprika, Peperoni. Darf ich Fieber messen? Klar. Oh, ich habe mich bewegt. Die USA 2020. Der gemeinsame Traum ist geplatzt. Ein Land im Fieber. Gespalten und entzaubert. Keep riding it. Nice. Toll gemacht. Für einen Dreijährigen bist du richtig gut. You're the best I know. Oh.